Ja, hallo, hier ist Gerd und heute geht's für einen Kalb von uns das erste Mal in seinem Leben auf große Reise. Die sind in diesen Boxen hier, sind die so etwas länger als eine Woche. Das Kalb ist jetzt 10 Tage alt und das wandert jetzt zu den anderen kleinen Kälbern in den großen Stall. Und dann könnt ihr mal gucken, wie wir das machen. Ich nehme die Box jetzt und das Kalb mit dem Radlader mit, weil der Weg doch relativ weit ist zum anderen Stall. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir bei uns im Kälberstall angekommen. Hier kriegen die Kälber als erstes so ein Halsband. Ich habe die im Computer eingetippt. Der Computer regelt dann, wie viel Milch die Kälber kriegen, also wie viel am Tag verteilt. 8 Liter kriegen die und dann in kleinen Portionen, damit das schonendes Füttern ist und das nicht so auf den Magen schlägt. Das ist ein Gruppenstall, wo das gleich reinkommt und die bleiben hier dann circa 3 Monate, wovon die so 2 Monate bis 2,5 Milch bekommen und danach dann Kraftfutter. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Kalb mal in den Automaten bzw. an den Nuckel kriegen. Und jetzt zeige ich dem direkt einmal die neue Tränke, weil das können die natürlich nicht. Die wissen natürlich nicht, wo der Nuckel ist, damit das dann, damit die dann danach regelmäßig selber holen. Kann aber sein, dass das 1 oder 2 Tage dauert, bis die das lernen. Wir machen das dann mehrmals täglich, dass wir die daran führen. So, wie ihr seht, das Kalb steht jetzt, kriegt frisch angerührte Milch von dem Computer, der hier hinter der Wand steht. Da, wo das Kalb jetzt guckt, da ist dann halt der Nuckel. Ja, das war's schon. Die Box, wo das Kalb drin war, wird noch ausgemistet und sauber gemacht und kann dann das nächste Kalb kommen und kommt direkt in ein sauberes Umfeld. Und ciao!